Ich wohne in Pinneberg, arbeite seit 10 Jahren mit Kindern und Jugendlichen zusammen, habe eine Schule im Bereich Gesang, Tanz und Schauspiel. Ich selbst unterrichte die Bereiche Gesang und Schauspiel. Und habe aber immer, es ist eine nebenberufliche Selbstständigkeit, und habe immer schon gemerkt, diese ganzen Jahre, wie viel mir das bringt mit den Kindern oder wie viel mir diese Kinder und Jugendlichen, diese jungen Erwachsenen, wie ich auch sagen möchte, zurückgeben, wenn ich sie so weit habe, dass sie selbstbewusst mit voller Energie und Power auf der Bühne stehen. Und das gibt mir einfach ganz, ganz viel zurück. Und habe dann nur Stichwort immer Kinder eingegeben oder Jugendliche eingegeben und habe mal geguckt, was da alles kam. Das passte immer nicht, hätte ich mich nie bewerben können, weil ich die Qualifizierung, Ausbildung, sozialpädagogische Geschichten etc. nicht habe, was ich sehr schade fand, wo ich dachte, das könnte ich bestimmt auch. Und bin dadurch ganz zufällig auf IPE, diese Ausbildung, gestoßen. Und dann habe ich da ein bisschen reingeklickt, habe mich durchgelesen und habe eigentlich nicht lange gebraucht, um ganz schnell am selben Tag noch zu wissen, ja, das bin ich. Und das will ich. Und genau das. Und habe dann angerufen oder habe gesehen, Mensch, der Termin ist jetzt irgendwie noch in diesem Monat. Habe gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie auch wieder zu kurzfristig. Und habe gefragt, wann ist der nächste Termin? Und dann hieß es nächstes Jahr. Und dachte, nee, damit kann ich auch nicht leben. Ich merke natürlich ganz viel bei mir selbst durch die Übungen, die wir hier natürlich machen, die sehr, sehr wirkungsvoll sind, merke ich natürlich auch, was das mit mir macht. Sehr viel hat es mit mir gemacht bis jetzt. Und ich hatte auch schon die Möglichkeit, mit Kindern zu arbeiten, auch schon mit Erwachsenen, die mich dann gebeten haben, Mensch, ich hätte da ein Thema, könntest du mal? Und habe das dann gemacht mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, und das ist unglaublich schön, was für ein Feedback ich bekommen habe, auch noch Tage später noch mein zweites Feedback und ein drittes, und es geht mir so gut und es ist toll, was hast du mit mir gemacht? Das ist unglaublich. Und dann kriegt man irgendwie eine Nachricht von der nächsten, Mensch, ich habe gehört von ihr und kannst du bei mir auch? Und das sind jetzt zwei Erwachsene, aber selbst da sieht man ja, es hat eigentlich, geht nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern es ist einfach für alle nützlich. Und für mich die absolute Bereicherung. Bereicherung, eine Sache zu tun, womit ich Menschen helfen kann, das ist die absolute Erfüllung. Daniel ist unglaublich. Also ich weiß nicht, wie er es schafft, uns alle so abzuholen. Also ich habe am Anfang gedacht, Mensch, da so über so viele Tage von morgens bis abends da zu sitzen und dann nochmal was zu lernen. Ich habe am Anfang gedacht, so hoffentlich packe ich das, hoffentlich kann ich mir das alles merken und hoffentlich behalte ich das. Und auch am Anfang schon, als Daniel sagte, diesen Ordner, so einen fetten Ordner, den man bekommt, aber den braucht ihr gar nicht. Ich dachte, naja, den brauche ich nicht, das kann ich mir nicht alles merken. Und doch, also er hat einfach eine unglaubliche Gabe, das rüberzubringen, dass er tatsächlich natürlich recht hat mit dem, was er sagt. Ich kann es mir merken, und das ist unglaublich toll. Und ich habe lange nicht mehr in so kurzer Zeit so viel und von innen heraus gelacht. Und das ist auch das Schöne, was er macht. Er bringt es mit so viel Humor und Spaß rüber. Das ist einfach jeder. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich, also wenn ich, es ist das, was ich mir für die Zukunft wünsche, ne? Also ich möchte aufstehen und mit Freude zu einem Job zu gehen, und so ist es im Moment. Ich stehe auf und freue mich, hier zur Ausbildung zu kommen. Unglaublich toll. Also nette Menschen, tolle Freundschaften, die sich schon entwickelt haben, Personen, mit denen man sich auch schon privat getroffen, oder ich mich auch schon privat getroffen habe. Ja, lustig. Alle sind gut drauf. Also ich habe keinen von den 40 Teilnehmern, glaube ich, die wir sind, keinen einzigen, der irgendwie aussieht, als ob er schlechte Laune hätte. Also man sieht, oder ich sehe, alle haben richtig Bock.